Herzlich willkommen zu den Top 5 Bußgeldern im Oktober und November 2022. Wir schütten jetzt wieder ein wenig Asche auf die Häupter der Konzernchefs und schauen uns an, was wir aus ihren Fehlern so lernen können. Also starten wir ohne lange Vorrede direkt durch mit Platz Nummer 5. T-Mobile USA. Die kleinen Racker von der kalifornischen Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom haben Daten von über 15 Millionen US-Kunden verloren. Besser gesagt, sich stehlen lassen durch einen Hackerangriff, der bereits im Oktober 2015 stattgefunden hat. Die kalifornische Staatsanwaltschaft hat nun einen Vergleich erwirkt und T-Mobile darf jetzt dafür 2,5 Millionen Euro blechen. Das klingt bei 15 Millionen Geschädigten erstmal nach wenig und das ist es natürlich auch, aber T-Mobile ist hierbei nicht der einzige und vor allem wahre Übeltäter. Der Konzern nutzt nämlich Experian, eine Wirtschaftsauskunftskartei aus Irland, zur Prüfung der Bonität ihrer Kunden. Im Klartext wurden der Experian diese Kundendaten durch den Hackerangriff gestohlen. Dieses Unternehmen beeindruckt alleine schon durch seinen Wikipedia-Artikel, welcher neben einem kurzen allgemeinen Absatz diesen Vorfall explizit erwähnt und einen weiteren Abschnitt mit der Überschrift Datendiebstähle beinhaltet. So hat Experian in der Vergangenheit dem Vietnamesen Ngo, sag mir bitte ruhig, wenn ich das falsch ausspreche, mehrere hunderttausende Nutzerdatensätze verkauft, weil er sich als Privatdetektiv ausgegeben hat. What? Der hat diese dann an Webseiten weiterverkauft, damit Identitätsdiebstähle durchgeführt werden konnten. What? Da gibt es dann auch nicht mehr viel zu sagen, außer wer sich Daten klauen lässt, handelt fahrlässig und dumm. Und deshalb müssen wir laut DSGVO auch dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zum Schutz der Daten einsetzen. Wer das dann nicht macht, heißt Experian und T-Mobile und übernimmt natürlich keine Verantwortung oder zeigt gar Reue. Pah, ein Wort für den Pöbel. Sondern zahlt ein wenig aus der Portokasse und macht genauso weiter wie bisher. Auf Platz Nummer 4 landet diesmal die Interserve Group Limited, ein britisches Bauunternehmen, das löblicherweise einen Datenschutzverstoß gemäß Artikel 33 DSGVO der britischen ICO gemeldet hat und deshalb 5 Millionen Euro zahlen durfte. Ein Mitarbeiter von Interserve Group Limited hatte eine Phishing-E-Mail geöffnet, welche eine ZIP-Datei mit Malware enthielt. Der Virenscanner des Unternehmens entfernte zwar einen Teil der Schadsoftware, jedoch blieb der Zugriff der Hacker auf den Rechner des Mitarbeiters bestehen. Mit diesem Zugriff wurden weitere Server und Systeme infiziert, die Antivirungslösung des Unternehmens deinstalliert und personenbezogene Daten von bis zu 113.000 Interserve-Beschäftigten kompromittiert. Dazu gehörten neben Namen auch Telefonnummern, Bankverbindungen, Sozialversicherungsnummern sowie Gehaltsinformationen und weitere sensible Daten. Die Behörde stellte im Rahmen ihrer Untersuchungen fest, dass das Unternehmen es versäumt hatte, technische und organisatorische Maßnahmen zu implementieren, die ein dem Risiko für die Betroffenen angemessenes Sicherheitsniveau gewährleisten. So hatte der Bußgeldempfänger ein veraltetes und unsicheres Betriebssystem auf seinen Servern verwendet. Der Virenschutz war nicht aktuell, es waren keine Schwachstellentests durchgeführt worden, der erwähnte Mitarbeiter hatte keine Datenschutzschulung erhalten und neben den veralteten Sicherheitsprotokollen war auch die Meldung des Virenscanners nicht weiter untersucht worden. Bei der Bemessung der Bußgeldhöhe wurde minder berücksichtigt, dass das Unternehmen umfassend mit der ICO kooperierte und nach dem Vorfall erhebliche finanzielle Investitionen zur Verbesserung seiner Sicherheitsmaßnahmen getätigt hat. Genauso soll es doch laufen. Wenn die DSGVO wirklich mal was Positives bewirken will. Fehler gesehen, Konsequenzen akzeptiert, Fehler behoben und was für die Zukunft gelernt und verbessert. Wir merken uns, Mitarbeiter im Umgang mit IT-Systemen und Geräten jeder Art aktiv und regelmäßig zu schulen, lohnt sich fett. Also Beschreibung klicken und unsere Schulung machen. Ist voll gut. Ich bin da auch drin. Macht Spaß. Kommen wir nun zu Platz Nummer 3. Und den hat sich diesmal der Saftladen Experian verdient. Wie bei Platz 5 bereits erwähnt, schaffen diese Penner es nicht, nur ihre Geschäftskunden zu Gesetzlosen zu machen. Nein, sie haben sich selbst auch ein Häufchen auf den Tisch gesetzt. Hierbei geht es um denselben Hackerangriff aus dem Jahr 2015 und dafür dürfte die Experian jetzt 13,7 Millionen Euro zahlen. Fehlt immer noch ein bisschen bis 15 Millionen Kundendaten, aber okay. Obendrein wurde das Unternehmen verpflichtet, seine Sicherheitsstrukturen zu verbessern und muss jedem betroffenen Verbraucher 5 Jahre lang kostenlose Kreditüberwachungsdienste sowie 2-mal jährlich eine kostenfreie Kreditauskunft gewähren. Dass wir es hier natürlich mit einem Unternehmen zu tun haben, das wie die Schufa Datenschutz mit Füßen tritt, steht schon im Geschäftsmodell beschrieben. Hier werden hochsensible Informationen über private Personen als Profile gespeichert, um dann Analysen zur Kreditwürdigkeit durchzuführen. Quasi die Haftpflichtversicherung für paranoide Unternehmen, die ihre Kunden hassen. Da ist es dann eben auch schwierig, die DSGVO oder egal,
egal welcher anderen Gesetze zum Schutz von Privatsphäre einzuhalten. Wir finden Experian daher bestimmt in der Zukunft in unseren Top 5 nochmal wieder, glaube ich so. Kann ich vermuten. Kommen wir zu Platz Nummer 2 und der geht an unseren Gewinner aus dem Monat Juli, die Fieslinge von Clearview AI. Ihr erinnert euch, die erstellen biometrische Profile von Privatpersonen durch die Analyse von Milliarden von Fotos und verkaufen diese dann an autokratische Regime wie die Bundesregierung Deutschlands. Aber nein, wir sind natürlich ein demokratisch regiertes Land. Korruption. Entschuldigt, habt da was im Hals gehabt. Auf jeden Fall hat Clearview AI auf das verhängte Bußgeld aus dem Juli 2 Monate einfach nicht reagiert. Deshalb darf das Unternehmen jetzt für jeden Verzugstag 100.000 Euro extra abdrücken. Und die Uhr läuft. Außerdem ist die Geschäftspraxis des Unternehmens nun in England, Griechenland, Italien und Frankreich verboten. Geil, da wird ein Unternehmen von 4 EU-Staaten ausgesperrt und verurteilt und Deutschland macht nix. Gar nichts. Von wegen DSGVO und Grundrechte und so, ne? Und damit kommen wir auch schon zu Platz Nummer 1 und einem erneuten Beweis, dass die USA in Sachen Datenschutz besser die Rechte der Bürger schützt als die tolle EU und ihr wertloser Papierfetzen namens DSGVO. Denn ein Zusammenschluss von Staatsanwälten aus 40 Bundesstaaten, 40, die haben gerade mal 52, also ist schon eine Menge, einigte sich mit dem Tech-Giganten Google auf die Zahlung von 379 Millionen Euro. Die Summe wurde unter den jeweiligen Staaten aufgeteilt. Die Ermittlungen gegen Google waren bereits im Jahr 2018 aufgenommen worden. Damals hatten sich Nutzer darüber beschwert, dass Google trotz expliziter Ablehnung Daten sammelte. Konkret ging es um die Erfassung von Standortdaten. Google hatte die Standorte der Nutzer verfolgt, um anhand von Bewegungsmustern personalisierte Werbung noch präziser zu gestalten. Die Einstellung zur Standorterfassung war dabei automatisch bei der Nutzung von Google-Diensten sowohl in den Apps als auch in den Webversionen aktiv, worüber die Nutzer jedoch nicht informiert worden waren. Das Unternehmen hatte dazu erklärt, dass die Vorwürfe auf früheren Produkteinstellungen basieren würden, die im Zuge von Verbesserungen geändert worden seien. Konkret ging es hier um ein Feature namens Location History, das es optimal ermöglicht, die eigenen Wege nachzuvollziehen. Die Staatsanwälte sahen die irreführende bzw. mangelnde Information zur Datenerfassung vorliegend als besonders kritisch, da es sich bei Standortdaten ihrer Auffassung nach um besonders sensible Daten handelt. Neben der Zahlung wurde Google entsprechend dazu verpflichtet, detaillierte Informationen über die Tracking-Aktivitäten bereitzustellen und die Löschung von Standortdaten zu vereinfachen. Wir lernen daraus, Google ist kein gutes, kein freundliches und vor allem kein vertrauenswürdiges Unternehmen. Wer Dienste dieses Unternehmens nutzt und darin Daten anderer Personen verarbeitet, handelt illegal und wird früher oder später dafür die Zeche zahlen müssen. In anderen Videos habe ich schon von den Problemen mit Google-Diensten gesprochen und kann nur jedem, der sein Gehirn zum Denken verwendet, empfehlen, dieses Unternehmen zu meiden. Google ist ein Unternehmen, das zum eigenen Vorteil gegen die Interessen und Rechte von Menschen weltweit handelt und dies hinter kostenfreien Diensten versteckt, welche durch Konkurrenzprodukte ohne Probleme gemieden werden könnten. Wie ich das mache, erfahrt ihr in diesem Video. Und damit tschö mit Ö für das nächste Mal. In der Endcard könnt ihr jetzt noch andere Videos anklicken, den Abo-Button drücken, den Daumen nach oben dalassen. Ihr wisst, wie das geht, ihr seid nicht blöd. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.